Wie sagt man das auf Deutsch? 한국어로는 평소에 자주 쓰는 단어인데 독일어로는 어떻게 말을 할 수 있을지 생각날 때마다 단어들을 정리를 해보려고 해요. 예문과 함께. 그 첫 번째 단어는 바로 혹시입니다. 아무래도 조심스럽게 물어보는 어감을 주는 단어라서 그런지 일을 하면서 굉장히 많이 쓰는데요. 혹시 독일어로는 어떻게 말할까요? 한 단어로 표현을 하자면은 vielleicht, eventuell, zufällig, zufälligerweise, falls, wenn, sollen의 접속법 이식 konjunktiv 2 또한 가능성을 물어보는 혹시의 의미를 가지고 있고요. 이 단어들은 접속법 이식과 함께 이중으로 쓰이기도 합니다. 조금 더 길게 말하고자 한다면 이러한 가능성이 있나? Wäre es möglich? Gibt es eine Möglichkeit? 등을 붙일 수 있습니다. 그러면 바로 예문으로 넘어가 볼게요. Wenn du zufällig nach München kommen solltest, melde dich gern bei mir. Wenn du zufällig nach München kommen solltest, meld dich gerne bei mir. Solltest du zufällig Lust auf einen Kaffee haben, dann komm vorbei. Solltest du zufällig Lust auf einen Kaffee haben, dann komm vorbei. Hätten Sie zufälligerweise eine 1-Euro-Münze? Hätten Sie zufälligerweise eine 1-Euro-Münze? Bist du zufällig noch wach? Bist du zufällig noch wach? Hast du zufällig Hunger? Hast du zufällig Hunger? Kann es sein, dass er in dich verknallt ist? Kann es sein, dass er in dich verknallt ist? Wäre es möglich, dass du hierher gekommen bist, um mich zu sehen? Wäre es möglich, dass du hierher gekommen bist, um mich zu sehen? Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.